Ich komme da an, ich sehe überall Krankenwagen, Polizei, Blaulicht, alles abgesperrt, irgendwelche Leute, die da drum herum stehen. Ich gehe hin, ich sage, Bruder, was ist los, was passiert hier, ne? Ich sage, Bruder, die haben deinen kleinen Bruder abgestochen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken für euren Support, für alle Kommentare, für alle Likes. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Ich spüre immer mehr, dass diese Arbeit, die wir hier machen, wirklich ankommt. Und auch bei den richtigen Leuten ankommt. Das lässt mein Herz wirklich richtig aufblühen und ich hoffe, dass es euch gefällt und dass wir eine Reise gemeinsam angehen, die hoffentlich niemals enden wird, weil diese Stories sind zwar wirklich sehr, sehr hart manchmal, aber die Message ist eigentlich auch immer dieselbe: Lasst die Finger von Drogen, Kriminalität, Spielsucht und vertraut auch nicht sofort jedem und so. Das ist halt immer so fast eigentlich immer dieselbe Message. Abonniere auf jeden Fall den Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit du nichts verpasst. Es sind für dich nur 2 Klicks, aber für uns ist es noch viel, viel mehr. Nochmal zu erwähnen, die Geschichten, die auf diesem Kanal erzählt werden, sind nicht meine Geschichten. Auf diesem Kanal werden Geschichten von Menschen erzählt, die mir ihre Story erzählen, die ich hier erzähle, um dir die Augen zu öffnen. Und jetzt, Cousin, viel Spaß beim Video. Mein Name ist Mehmet. Ich lebe mit meinem kleinen Bruder und mit meiner Mutter, mit meinem Vater und mit meiner Schwester im Irak. Es war wirklich eine wundervolle Kindheit. Ich erinnere mich gerne zurück, nur das Leben von heute ist nicht mehr das von früher. Meine Mutter wurde krank, meine Mutter ist leider an Krebs verstorben, wo wir noch im Irak gelebt haben. Ein paar Jahre später ist mein Vater bei einem Autounfall verstorben. Bevor mein Vater verstorben ist, hat auch meine Schwester geheiratet. Als mein Vater verstorben ist, war ich mit meinem Bruder alleine, mit meinem kleinen Bruder. Und wir haben uns dann irgendwann entschieden, nach Deutschland zu gehen. Wir sind nach Deutschland geflüchtet quasi und haben versucht, uns hier was aufzubauen. Ich bin auch schnell leider auf die falsche Bahn geraten, habe viele falsche Freunde kennengelernt. Mein Bruder war ein ganz anderer Mensch. Der ist arbeiten gegangen, hat Geld gespart, keiner Fliege was zu Leide getan. Einfach ein guter Mensch einfach. Was ich von mir nicht behaupten kann. Ich war derjenige, der falsche Freunde hatte, gekokst hat, gekifft hat, getrunken hat, Partys gemacht hat, Geld aus dem Fenster geschmissen, gezockt hat. Also wie ein Penner. Mein Leben war echt wie so ein Penner. Ich habe nur noch in den Tag hineingelebt und mein Bruder war auch derjenige, der für die Finanzen verantwortlich war. Und er hatte zum Beispiel auch mein Konto gehabt. Ja, also so schlimm war das. Er hat meine Kontokarte gehabt. Hat mir jeden Tag 20 Euro abgehoben, ich habe Geld vom Jobcenter gekriegt, hat mir jeden Tag 20 Euro abgehoben und hat sie mir gegeben, hat gesagt, das ist für deine Zigaretten, für was zu essen und etwas zu trinken. Ich gebe dir kein Geld für dein Alkohol, Drogen oder sonstiges oder für deine Partys. Das sind 20 Euro für dich, damit du was zu essen und zu trinken heute hast, wenn du mit deinen Kollegen unterwegs bist und eine Schachtel. Ich habe wirklich so Respekt vor meinem kleinen Bruder, weil er einfach eigentlich vorbildlich war. Ich hätte eigentlich so sein müssen wie er, weil ich sein älterer Bruder bin. So, und so vergingen dann auch die Jahre. Ich war 29 Jahre alt, mein Bruder ist 27 Jahre alt. Ich rufe ihn an, ich sage zu ihm, Bruderherz, wo bist du? Er sagt, ich bin auf Arbeit. Ich habe gesagt, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Kannst du bei Lieferando mir eine Pizza bestellen und mir nach Hause liefern lassen? Er sagt, ja, mache ich jetzt sofort, weil ich hatte diese PayPal und solche Geschichten nicht. Ne? Das, wie gesagt, das hat er gemacht. Er sagt, was willst du für eine Pizza? Ich sage, bestell mir eine Chicken Hollandaise. Er bestellt mir die Pizza kommt. Ich bin am Essen. Also es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis das Essen da war. Ich esse meine Pizza, ich rauche eine Zigarette. Auf einmal, ich kriege einen Anruf, ich gehe ran, ich sage hallo. Er sagt, Bruder, ich sage, was ist los? Er sagt, geh sofort, verliere keine Zeit, sofort in die Stadt zu den Laden von Ali. Ich sage, was ist denn los? Er sagt, Bruder, renn einfach. Ich sage, was ist los? Er sagt, renn. Ich ziehe meine Schuhe an, ich renne los. Ich denke, was ist passiert? Irgendwie die Jungs haben Stress oder so. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin auf der rechten Straßenseite und der Typ, der mich anruft, ist auf der linken Straßenseite. Ich renne und er rennt in die Richtung. Ich sag, was ist los, was passiert? Er sagt, Bruder, geh schnell. Ich renne, ich komme da an, ich sehe überall Krankenwagen, Polizei, Blaulicht, alles abgesperrt. Irgendwelche Leute, die da drum herum stehen. Ich gehe hin, ich sage, Bruder, was ist los, was passiert hier? Ne? Er sagt, Bruder, die haben deinen kleinen Bruder abgestochen. Wer hat meinen kleinen Bruder abgestochen? Was laberst du da für eine Scheiße? Er sagt, ich weiß selber nicht. Keine Ahnung, Bruder, da sind einfach ein paar Leute reingegangen, die haben ihn mit Messer angegriffen. Ich sag, okay, lebt er? Schwer verletzt hin oder her? Lebt er oder nicht? Die sagen, wir wissen es nicht. Ich gehe zur Polizei, ich sag, das ist mein kleiner Bruder da drin. Was ist mit ihm passiert? Was ist los? Mein Herz rast, ich zitter am ganzen Körper. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Leben. Ich sag, bitte, was ist mit meinem Bruder? Die sagen,
bitte, wir können Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Ich so, ich bin sein Bruder, ihr müsst mir sagen, was los ist. Die sagen, nein, geht nicht, bitte halten Sie Abstand. Ich renne zick, zack. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde immer aggressiver. Ich gehe nochmal zu dem Polizisten. Ich sage, was ist mit meinem Bruder? Warum bringt ihr ihn nicht raus? Warum holt ihn doch raus? Krankenwagen, bringt ihn doch ins Krankenhaus, wenn er schwer verletzt ist. Die sagen, bitte halten Sie Abstand. Ansonsten, was hat er gesagt? Müssen wir andere Wege einleiten oder so, dass sie hier komplett weggehen? Platzverweis oder so. Ich traue meinen Augen nicht. Ich traue meinen Ohren nicht. Ich sage, Digga, das ist mein kleiner Bruder, der da drin ist. Wie oft soll ich dir das denn noch sagen? Auf jeden Fall wurde ich aggressiv. Ich war kurz davor, diesen Polizisten sogar anzugreifen. Kollegen von mir haben mich gepackt, haben mich ein bisschen weiter weggebracht. Die haben gesagt, beruhig dich, bleib locker. Es wird alles gut. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze auf einer Bank und 30 Meter vor mir ist dieser ganze Vorfall. Ich rauche eine Zigarette, ich gucke die ganze Zeit, ich gucke, wann bringen die meinen Bruder raus, was ist da los? Und dann, ich bitte dich wirklich von Herzen, wenn du einen Bruder hast, eine Schwester hast, Mutter oder Vater hast, nutz die Zeit, die du mit deiner Familie hast. Bitte. Weil dieses Gefühl, was ich in dieser Sekunde hatte, hat mich zerstört. Hat mich einfach zerstört. Ich sehe nur noch, wie so ein schwarzer Leichenwagen genau vor diesem Laden hält. Und ich halte mir nur noch so an die Stirn. Ich weiß nicht, ob ich heulen soll, schreien soll, hinrennen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin wie erstarrt. Ich guck meinen Kollegen rechts neben mir an. Ich sag, Bruder, die sind doch nicht wegen meinem Bruder da, ne? Er guckt mich an, er sagt, Bruder, was soll ich dir jetzt sagen? Ich laufe da langsam hin, ne? Ich laufe da wirklich langsam hin. Meine Augen sind voller Tränen. Ich gehe zum Polizisten, ich sag, ich flehe Sie an. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Ist dieser Leichenwagen wegen meinem Bruder da? Er sagt, ja. Tut mir leid, ja. Ich so, wissen Sie, was los ist? Wissen Sie, wer es war? Keine Ahnung. Wissen wir noch nicht. Fahndung läuft. Auf jeden Fall, irgendwann sind alle weg. Der Leichnam meines Bruders wird mitgenommen. Polizei verhört alle, Zeugen, dies, das, hin und her. Die Ermittlungen gehen los, Mordkommission wird gebildet. Die Arbeit läuft auf Hochtouren. Familie kommt. Was heißt Familie? Angebliche Familie. Für mich bedeutet Familie Zusammenhalt und nicht irgendwie, ich bin für dich da und sind danach weg. Nach der Trauerfeier. Ihr wisst, wie das ist. Wenn jemand stirbt, die Leute sagen, ich bin für dich da, egal wann du mich brauchst, egal was du brauchst, egal wie spät, ruf mich an, ich komme. Alles Bullshit. Keiner war da. Keiner war da, als ich die gebraucht habe. Wie gesagt, die Ermittlungen gehen los. Meine Kollegen haben für mich einen stabilen Anwalt genommen. Akten kamen und der Anwalt guckt mich an, er sagt zu mir, pass auf, ich vertraue dir. Ich darf dir diese Akte nicht mitgeben. Offiziell darf ich sie dir nicht mitgeben. Wenn ich sehe oder höre, dass du irgendjemandem was erzählt hast, gezeigt hast oder solch die Bilder von der Obduktion oder irgendwas vom Tatort, wenn ich die im Internet sehe, ziehe ich mich sofort aus diesem Fall zurück. Ich habe gesagt, nein, sie können mir vertrauen. Auf jeden Fall, er gibt mir die Akte. Die Akte war natürlich nicht vollständig. Das war erst der Anfang. Das war so ungefähr nach einer Woche. Ich habe die Akte. Ich traue mich auch gar nicht, da reinzuschauen. Und ich habe auch eigentlich gar keine Zeit, mir das heute anzuschauen, weil morgen ist die Trauerfeier von meinem Bruder. Er wird morgen auch beerdigt. Sein Leichnam wird zu uns gebracht, zur Gemeinde, wo wir ihn dann auch gewaschen haben. Also andere Menschen haben ihn gewaschen, ich selber nicht. Ich bin aber in diesem Raum mit drinne. Die tragen seinen Sarg rein. Ich gucke diesen Sarg an und denke mir, ja, das ist alles nur ein Traum. Mein Bruder liegt da nicht drinne. Die machen den Sarg auf. Er ist in so einem weißen Tuch eingewickelt. Ich sehe, dieses Tuch ist komplett. Also, es war weiß, es war aber überwiegend rot, wegen dem Blut. Die legen ihn auf diese Platte, nehmen das Tuch weg. Und ich sehe nur noch meinen Bruder und denke mir, Bruderherz, was hast du gemacht? Wer hat dir das angetan? Warum wurde dir das angetan? Aus welchem Grund wurde dir das angetan? Auf jeden Fall, kurz bevor die ihn waschen und ihn anziehen wollen, habe ich gesagt, wartet ganz kurz, ich muss seinen Körper mir genau anschauen. Ich gucke mir seinen Körper an, seinen Oberkörper, vorne und hinten, insgesamt 38 Stiche. Da habe ich mir auch gedacht, was für ein Hass hat dieser Mensch gehabt, der dir das angetan hat? Was hast du gemacht? Was ist da los? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mein Bruder irgendwas gemacht hat. Ich schwör's euch, der war nicht mal so, dass er irgendwas mit Mädchen und so hatte. Ich dachte, vielleicht hat er irgendwie Scheiße gebaut, der Bruder von einer ist durchgedreht, er hat sie verarscht. Solche Filme habe ich mir auch durch den Kopf gehen lassen, aber ich schwöre, mein Bruder war nicht mal so. Es gab für mich keinen Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, warum das mit ihm passiert ist. Warum ihm das angetan wurde. Dann haben wir ihn beerdigt und wie gesagt, da kamen dann diese Filme, Umarmung, wir sind für dich da, hin und her. Absoluter Scheiß.
absolut Gelaber, Enttäuschung, Wut, alles Mögliche. Meine Schwester ist natürlich auch total am Krepieren. Sie ist im Irak. Ich bin ganz alleine hier. Sie sagt, bitte pass auf dich auf. Nicht, dass die dir auch was antun. Wir müssen erstmal wissen, wer es ist, warum, wieso, weshalb. Auf jeden Fall, ich sehe die, ich lese mir dann abends die Akte durch. Und dann irgendwie durch Funk und Telefon und der war hier und der war da und was weiß ich. Diese Anrufe wurden geführt bei diesem Funkmast zu der Uhrzeit. Und da haben die auch natürlich diese Leute, die da telefoniert haben in dieser Zeit, alle eingeladen. Irgendwann, es kommt zur Gerichtsverhandlung. Der sagt aus und dann kam ein Zeuge. Er war total hibbelig, ne? Ich habe mich gefragt, was hat dieser Typ, Alter, ne? Auf jeden Fall, die erste Gerichtsverhandlung war vorbei. Ein paar Tage später, ich bin in der Stadt, ich treffe genau diesen Zeugen. Er rennt weg. Was hat der denn jetzt, ne? Denke ich mir. Das geht mir die ganze Zeit nicht durch den Kopf. Das war richtiges Kopfkino. Ich habe auch niemanden, mit dem ich reden kann. Meine Freunde sind ständig auf Koks. Keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann habe ich ihn wieder gesehen. Er wollte gerade wegrennen. Ich bin hinterhergerannt. Ich habe ihm die Fresse grün und blau geschlagen. Und habe zu ihm gesagt, so, du kleiner Bastardsohn. Du wirst mir genau sagen, was jetzt Sache ist. Genau, was Sache ist. Du lässt nichts aus. Ich war nur in der Hoffnung, dass er alles weiß. Ne? Er sagt, Bruder, ich schwör's dir, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich habe nichts damit zu tun, aber das, das, dies und das. Ich so, okay. Warum wurde mein Bruder umgebracht? Er sagt, ich erzähl's dir. Aber bitte hör auf, mich zu schlagen und bitte, du darfst auch niemandem sagen, dass ich damit zu tun habe. Ich so, ja, okay. Erzähl mal. Ich rauche meine Zigarette, ich drücke ab und zu so auf seinen Arm drauf, ne, um ihn so zu quälen. Und er darf sich natürlich dabei auch nicht bewegen. Er soll schon merken, ich bin ein richtiger Psychopath. Ne. Ich gehe jetzt über Leichen, um herauszufinden, wer mein Bruder ermordet hat und warum mein Bruder ermordet wurde. Er sagt, pass auf, der Dealer in der Stadt wurde abgezogen von anderen Leuten. Diese Leute haben diesen Dealer abgezogen. Dieser Dealer kriegt es von einem noch viel größeren Dealer, von der Mafia, von der russischen Mafia, von der Unterwelt. Ich so, okay, weiter. Die hier haben den Dealer abgezogen. Der Dealer konnte denen das Geld nicht geben. Ich so, okay, verstehe ich. Bis hierhin bin ich mitgekommen. Weiter. Die haben aber zu dem Dealer gesagt, dass die auch abgezogen wurden. Der Dealer sagt zu den Leuten, gib mir den Namen, ich will seinen Kopf. Und das sind ja die hier. Das war auch so eine kleine Gang, die haben auch selber verkauft und so, ne? Die überlegen sich die ganze Zeit, was machen wir jetzt? Wir können ihnen ja nicht einen Namen von uns sagen, ne? Dann bringen die uns um. Die haben hin und her überlegt, Ismail. Ismail hat einen Bruder, die meinen mich damit, haben einen Bruder, er ist selber Junkie, er kokst, er kifft, ständig auf Partys. Einfach alles, was dreckig ist, habe ich gemacht. Die denken sich, er hat einen großen Bruder, der kann nichts machen. Er ist der friedlichste Junge und das, was uns quasi den Rücken gebrochen hat, wir hatten niemanden. Wir hatten niemanden, der zu uns steht und der sich für uns einsetzen könnte, weil wir waren nur wir beide. Wir haben ja niemanden gehabt, kein Onkel, Tante, Vater, Mutter, wir haben niemanden gehabt. Keine Cousins. Natürlich hatten wir Cousins, aber mit denen hatten wir halt keinen Kontakt. Die sagen, es war Ismail, der euch abgefuckt hat. Er sagt, Ismail, der und der? Ja, der. Er so, okay, ich kümmere mich um ihn. Ihr seid raus. Dieser Typ hat so einen heftigen Druck von dieser russischen Mafia, die sagen, weißt du was, scheiß drauf, es geht hier ums Prinzip, die Leute müssen wissen, dass die uns nicht abziehen dürfen. Scheiß auf das Geld. Das war auch nicht viel. Ich glaube, wert 10.000, 15.000, ne? Die schicken einen rein, 38 Messerstiche richten die meinem Bruder hin. Mein Bruder weiß von gar nichts, ne? Mein Bruder hat damit nichts zu tun, wirklich gar nichts. Und das Ganze kam dann auch vor Gericht raus, dass diese Jungs, dieser Clan da, was damit zu tun hat, dass dieser Dealer was damit zu tun hat. Und einer von denen, der heißt Burak, Burak war derjenige, der das Ganze eingefädelt hat. Sein anderer Bruder, der ältere Bruder von ihm, Furkan, hat das Ganze auch mitgeplant. Burak ist auch angeklagt wegen Verabredung zum Treffen und Beihilfe und was weiß ich alles. Furkan aber nicht. Gegen Furkan hatte man nichts. Aber die Leute haben geredet. Furkan ist der Kopf der Bande. Furkan hat das Ganze in die Wege geleitet, damit die auch nicht bei den Jungs hier schlecht dastehen. Es sind 16 Verhandlungstage. Und Leute, ihr glaubt nicht, wie viele Nächte ich wach war, wie viele Tage ich am Grab von meinem Bruder war und denke mir, Alter, du bist eigentlich, was heißt eigentlich, du bist für nichts gestorben. Du hast nichts gemacht, du wurdest einfach nur benutzt, damit die nicht den Kopf hinhalten müssen. Es ist nur noch ein Verhandlungstag, das Urteil soll gesprochen werden. Ich bin ständig am Koksen, am Rauchen, am Trinken. Ich versuche mich irgendwie abzulenken. Ich versuche irgendwie wieder Fuß zu fassen, aber es hat nicht funktioniert. Es ging einfach nicht. Auf jeden Fall, wir haben Mittwoch und am Dienstag, nächsten Dienstag soll die Gerichtsverhandlung losgehen. Ich rufe meinen besten Freund an, ich sage zu ihm, wir müssen reden. Er kommt, ich sage, Bruder, dreh uns ein.
Er hat ein bisschen Gras mitgenommen, er dreht. Ich ziehe ein paar Mal, ich sage zu ihm, Bruder, was würdest du an meiner Stelle tun? Er sagt, Bruder, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, das sind Gefühle, die kenne ich nicht und hin und her. Bruder, mach keine falschen Entscheidungen, du hast noch dein ganzes Leben vor dir, du bist 30 Jahre alt knapp, mach bitte nichts Falsches und so. Ne? Er versucht mich irgendwie aufzubauen. Ich habe zu ihm gesagt, ja Bruder, aber jetzt mal ehrlich, ne? Guck mal, ich habe keinen Vater mehr, ich habe keine Mutter mehr, ich habe keinen Bruder mehr. Meine Schwester ist im Irak, die ist verheiratet, hat ihre eigene Familie. Bruder, wen hab ich? Er sagt, Bruder, du hast mich. Ich habe gesagt, ja, Bruder, du bist ein Stabiler, du bist mein Bruder, ich mag dich, ich liebe dich, aber du bist nicht wie mein kleiner Bruder. Mein kleiner Bruder ist mein kleiner Bruder, weißt du? Die haben ihn einfach hingerichtet, Bruder. Was ging mein kleinen Bruder durch den Kopf, wo er den ersten Stich gekriegt hat? Hat er seinen Mörder überhaupt gesehen? Was hat er gedacht, bevor er bewusstlos wurde oder gestorben ist? Was waren seine letzten Gedanken? Warum macht man das gerade mit mir? Hatte er Angst? Konnte er sich wehren? Hat er die Möglichkeit überhaupt gehabt, sich zu wehren? Bruder, das sind alles solche Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Warum musste er solche Schmerzen haben? Warum musste er so elendig verbluten und sterben, Bruder? Wegen was? Wegen was? Ich werde, mein ganzes Leben werde ich darauf nicht klarkommen, Bruderherz. Und die haben das geplant, Bruder, nur weil wegen Geld, weil die nicht da schlecht dastehen wollten, haben die mein Leben gefickt, Bruder. Ich bin alleine. Ich habe niemanden mehr. Niemanden. Bruder, wenn ich Hunger kriege, wenn mein Magen knurrt, denke ich mir, ich rufe jetzt meinen Bruder an, er soll mir eine Pizza bestellen. Weißt du, was ich meine? Ich gehe zur Bank, ich mache meine Karte rein, ich tippe meinen PIN ein, ich denke an meinen Bruder, weil er das immer für mich gemacht hat. Ich stehe morgens auf, Bruder, ich mache mir Rühreier. Wir sind zwei Jungs, weißt du, wir können nicht dieses Essen machen, was unsere Mutter damals für uns gemacht hat. Wir haben Nudeln gekocht, Eier gebraten, Pommes reingemacht. Halt solche einfachen Dinge. Ich mache mir Rühreier, Bruder. Ich denke an ihn, weil ich mir denke, er hat immer jeden Morgen für uns Frühstück gemacht. Jani, Bruder, die haben mir alles genommen, was ich hatte. Alles. Er sagt, Tamam, was ist dein Plan? Was möchtest du machen? Ich habe gesagt, Bruder, Herz, guck mal. Ob ich jetzt draußen kiffe oder kokse oder drinnen im Knast kiffe oder kokse, da gibt's auch diese Möglichkeit. Ob ich jetzt hier draußen mit Kriminellen bin oder drinnen mit Kriminellen bin, ist doch auch kein Unterschied. Ob ich jetzt da schlafe und da mein Essen sogar gebracht wird oder ob ich zu Hause schlafe, juckt mich nicht. Der einzige Unterschied ist, ich kann nicht in die Stadt und Partys und dies und das. Darauf muss ich verzichten, ansonsten ist mein Leben wie vorher auch. Er sagt, okay, Tamam, weiter. Ich habe gesagt, Bruder, ich knalle einen von denen ab. Er sagt, wen von denen? Ich habe gesagt, sein Bruder. Er sagt, okay, und wie stellst du dir das vor? Ich habe gesagt, Bruder, sagst du ihn, lass uns zu Abdallah gehen. Er soll mir eine Knarre geben, den Rest mache ich. Wann, wie, wo? Ich habe gesagt, Bruder, versteh mich nicht falsch, kann ich dir nicht sagen. Er sagt, Tamam, bist du dir sicher? Ich habe gesagt, Bruder, ich bin mir 100% sicher. Bruder, sein Bruder soll genau das Gleiche fühlen, was ich gefühlt habe. Es kommt zum letzten Gerichtstag. Es ist 10 Uhr, ich gucke auf die Uhr. Ich weiß, in einer halben Stunde ist Pause. Ich sitze als Nebenkläger auch da, ne? Ich gucke so nach rechts, ich sehe so die ganzen Brüder von ihnen, Cousins von ihnen im Zuschauerraum. Ich gucke gegenüber, ich sehe diesen Burak und so und denke mir, du kleiner Verfickter. Auf jeden Fall, halbe Stunde vergeht, es ist 10:30. Und ihr müsst euch vorstellen, das war jede Gerichtsverhandlung so. Wir gehen aus dem Gerichtssaal raus, wir gehen aus dem Gebäude raus, wir stehen ganz rechts mit unserem Anwalt, unterhalten uns und die stehen ganz links mit ihrem Anwalt und unterhalten sich. Ich gucke die an, ich beobachte die, ich gucke, wo ist Polizei? Polizei steht da, Polizei steht hier, Polizei ist hinter uns. Was mache ich jetzt? Ich gucke hinter mir, weil hinter mir war auch mein Auto. Ich gucke hinter mir, die Polizei auf einmal hinter mir war weg. Wo die sind, wo die waren, keine Ahnung. Ich gehe zum Auto, ich mache Tür auf, ich mache Handschuhfach auf, ich nehme die Knarre, ich lade die im Auto, pack die hinten rein und laufe Richtung zu denen. Der Polizist guckt mich an, ich mache so. Er hat sich nichts gedacht, ne? Weil ich war wirklich die ganzen 16 Gerichtsverhandlungen war ich ruhig. Ich habe keinen Mucks vor mir gegeben, wirklich. Ich habe nur mit meinem Anwalt geredet. Ich habe nicht mal den Mörder oder die Angeklagten, habe ich gar nicht angeguckt. Ich mache mir eine Zigarette an. Wie gesagt, der Polizist guckt mich an. Ich gucke ihn an, ich mache so. So nach dem Motto, guten Tag. Ich laufe ganz langsam Richtung den. Dann wurde mein Gang schneller. Ich nehme die Knarre raus. Ich sage, Burak. Er dreht sich um, er guckt mich an und bam, 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 bam. Ganze Magazin auf ihn. Ich schmeiß die Knarre hin, ich mache meine Hände hoch und gehe auf die Knie. Polizei nimmt mich sofort fest. Ich werde verurteilt wegen Totschlag, sitze 12 Jahre. Und ich bin ehrlich, ich habe nicht einen Tag bereut. Nicht einen einzigen Tag im Knast habe ich bereut. Wirklich, nicht einen einzigen Tag. Aber warum habe ich diese Geschichte hier erzählt? Um diesen Dealern und diesen Leuten, die mit Koks und Drogen und dies und das handeln. Heute bin ich sauber. Lass die Finger davon. Lasst es. Es gibt immer einen in deiner Familie, der bluten wird. Es gibt immer einen in deiner Familie, der dafür bezahlen wird. Egal, was für ein harter Typ bist. Egal, wie hart du bist. Irgendwann ziehst du deine Schuhe an und gehst raus mit deinen Freunden. Aber ab dem Moment ist deine Familie ungeschützt. Da bist du nicht da. Deine Familie ist angreifbar, Cousin. Glaub mir, ihr könnt eure Familie nicht 24 Stunden lang beobachten und aufpassen. Irgendwann gehst du raus, irgendwann gehst du was essen, irgendwann triffst du dich mit einem Freund. Aber dann ist deine Familie ungeschützt. Und dann kann deine Familie angegriffen werden. Mein Bruder ist wegen nichts gestorben.
den gar nichts. Von denen ist jetzt auch einer tot, den habe ich auf dem Gewissen. Und seine Mutter weint, ich habe auch lange genug geweint, meine Schwester hat geweint. Und wofür? 10.000, 15.000, 100.000, 500.000, 1 Million, 5 Millionen? Für kein Geld dieser Welt ist es wert, dass du einen Menschen ermordest. Für kein Geld auf dieser Welt. Es rechtfertigt keinen Mord. Egal um was es geht. Ehre, Geld, was weiß ich. Du hast nicht das Recht, einen Menschen umzubringen. Hast du einfach nicht. Da gibt es auch keine Diskussion. Geht einfach nicht. Es war auch falsch, dass er Rache für seinen Bruder genommen hat. Es bringt seinen Bruder nicht zurück. Aber er hätte doch auch an seine Mutter denken müssen von dem Typen hier. Die weint doch jetzt. Okay, die haben Scheiße gebaut, ja. Aber was kann seine arme Mutter dafür? Was kann sein Vater dafür? Was können vielleicht die kleinen Geschwister von ihm dafür, die damit gar nichts zu tun haben? Nichts, wirklich gar nichts. Diese Geschichte geht mir auch wirklich sehr nah, weil ich weiß, wie es ist, wenn man ein Geschwisterteil verliert auf eine grausame, brutale Art und Weise. Und ich hoffe, die Message kommt auch jedes Mal an. Und ich hoffe, dass ihr euch das nicht nur anhört, sondern dass ihr euch auch mal Gedanken darüber macht. Weil glaubt mir, es ist nicht einfach, hier zu sitzen und solche Storys zu erzählen. Ich habe mir anfangs wirklich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ich das überhaupt machen soll mit diesem Format. Aber ich habe schnell gemerkt, durchs Feedback, dass es bei den Leuten ankommt. Und glaubt mir eins, Leute, wenn ihr wissen würdet, was für Nachrichten ich kriege manchmal von Tätern oder angehenden Tätern, die gesagt haben, ich hatte das und das und das vor und dein Video hat mich gestoppt. Oder andere Menschen, die sagen, mir ist dies und das passiert und ich dachte, ich wäre alleine damit. Und dann habe ich dein Video gesehen und habe gedacht, hey, da gibt es Menschen, denen geht es noch schlechter als mir. Danke, du hast mich motiviert, weiterzumachen. Das waren solche Punkte, wo ich mir gesagt habe, nein, Mann, wir ziehen auf jeden Fall durch. Deswegen nicht nur anhören, sondern auch sich Gedanken darüber machen. Und wie gesagt, allergrößte Message, die es überhaupt gibt, bitte, bitte, bitte. Wenn du noch deine Familie hast, deinen Vater hast, deine Mutter hast, Bruder hast und Schwester hast, nutze jede einzelne Sekunde. Weil, tut mir leid, vielleicht labere ich jetzt ein bisschen mit Smalltalk voll, aber ich muss mich jetzt einfach ein bisschen auskotzen. Die Sache ist, man macht sich so manchmal, so, das sind so dumme Gedanken, ne? So denkt man einfach. Stell dir vor, du hast Opa, Oma, Mutter, Vater, 5 Geschwister und dann kommst du. Und du denkst dir, erstmal stirbt der Opa, dann stirbt die Oma, dann stirbt dein Vater, dann stirbt deine Mutter, dann stirbt der älteste Bruder, dann der. Und weil du der Jüngste bist, stirbst du als Letztes. Aber das ist nicht so, Bro. Ist nicht so. Weil du als Jüngster könntest sogar vor deinem Opa sterben. Durch einen Autounfall, durch eine Krankheit, durch einen Mord. Es gibt so viele Gründe. Glaub mir. Und das Schlimmste ist, wenn du mit deinen eigenen Augen siehst, wie ein Familienmitglied von dir stirbt und du hast nicht die Möglichkeit, diesen Menschen zu retten. Du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, hier ist mein Herz, gib es ihm, damit er weiterlebt. Gibt's nicht. Wenn der Tod kommt, dann kommt er. Und deswegen schätzt deine Familie, deine Geschwister und die Menschen, die du liebst. Es kann von jetzt auf gleich vorbei sein. Glaub mir, so schnell geht das. Hast du gesehen, wie schnell das ging? Bis nächste Woche Sonntag.